Vielleicht habt ihr es auch gehört, ganz, ganz viele Politiker sind über ihre Doktortitel gestolpert. Also denen wurden die Doktortitel aberkannt. Ja, und die Frage, wie schlimm ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet ja ein Plagiat beim Doktortitel? Das erkläre ich dir in diesem Video. Wenn du dich also immer gefragt hast, was haben die denn gemacht? Dann bleib dran, ich erkläre es dir ganz genau. Hallo, mein Name ist Nika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Jeden Freitag gibt es von uns brandaktuelle News zu rechtlichen Themen. Und ihr habt es vielleicht auch gehört, immer wieder treten Politiker zurück im Zusammenhang mit irgendwelchen Unstimmigkeiten mit ihrer Doktorarbeit. Ja, und deshalb natürlich irgendwie ganz oft an uns auch die Frage, wie sieht es denn aus? Was bedeutet denn das eigentlich? Was ist der Hintergrund? Und deshalb stelle ich dir in diesem Video die Hintergründe ganz genau vor, damit du das auch für dich, vielleicht auch für die nächste Wahl, ein bisschen besser einordnen kannst. Wobei man sagen muss, betroffen sind eigentlich, ja, ich sag mal, fast alle Parteien. Also wenn man sich mal anguckt, wer so alles über seine Doktorarbeit oder den Doktortitel gestolpert ist, dann ist man ziemlich überrascht. Und ja, ich muss auch sagen, überrascht ist man auch, wie vielen das Ganze aberkannt wurde. Aber wir wollen uns jetzt wirklich mit der Sache genauer beschäftigen. Wir fangen mal an mit der Frage, was ist überhaupt ein Plagiat? Also, denn es geht immer bei der Aberkennung der Doktortitel da in der Regel um Plagiate. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Ja, und dann gucken wir uns an, was gibt es denn für verschiedene Plagiate? Was kann da betroffen sein? Und im letzten Schritt gucken wir uns dann auch nochmal an, ja, wann wird denn wirklich ein Doktortitel aberkannt? Was bedeutet das vielleicht auch und warum tritt der Politiker dann zurück? Also, hat das irgendwie ja, politische Konsequenzen oder wie würdest du das einschätzen? Jedenfalls gibt es eine Einschätzung von mir, wie das Ganze rechtlich zu beurteilen ist. Wir legen also los mit der Frage, was ist ein Plagiat? Ja, die Frage, was ist ein Plagiat, das ist in der Tat nicht durch ein Gesetz definiert. Aber die meisten Hochschulen, an denen man dann ja auch promoviert, also seinen Doktor macht, die haben so Definitionen zur Frage, was ist ein Plagiat? Hier jetzt mal, dann gucken wir uns genauer an, wie definiert zum Beispiel die Leibniz-Uni in Hannover das Wort Plagiat. Und da wird gesagt, das ist eine widerrechtliche Übernahme und Verbreitung von fremden Texten jeglicher Art und Form ohne Kenntlichmachung der Quelle. Also so wird hier Plagiat definiert. Jetzt gucken wir uns aber an, was bedeutet das konkret? Welche Arten von Plagiat gibt es denn eigentlich? Fangen wir mal an mit dem Schlachtschiff, nämlich dem Vollplagiat. Ja, das klingt schon so wie schlimm und ist es auch. Also das bedeutet im Prinzip, dass du einen Text wörtlich 1:1 übernimmst, keine Quelle angibst, nicht sagst, hey, das habe ich jetzt hier von der Nicole aus YouTube, sondern du einfach sagst, hey, genau so habe ich mir das ausgedacht. Alles wörtlich übernimmst, das ist ein Vollplagiat. Aber natürlich ist es nicht immer nur so, dass du ein komplettes Werk übernimmst, also ein Vollplagiat machst, sondern ja, meistens ist es eher ein Textplagiat, also dass du bestimmte Zeilen oder bestimmte Formulierungen übernimmst, wieder ohne eben deine Quelle anzugeben. Dann natürlich, gerade früher war das beliebt, ein Übersetzungsplagiat. Da war auch der Nachweis relativ schwierig. Kannst du dir, glaube ich, schon so ein bisschen vorstellen. Also im Prinzip auch wieder, ein fremdsprachiger Autor hat da schon eine tolle Idee gehabt, von der du denkst, Mensch, ja super, ne? Immer ist es schöner, nicht selber denken zu müssen, sondern einfach zu klauen. Und deshalb übernimmst du den fremdsprachigen Autor, übersetzt das Ganze dann aber ins Deutsche. Und klar, wieder, du machst keine Quellenangabe. Und die letzte Form, die, wie ich finde, wohl am häufigsten ist bei dieser Doktortiteldiskussion, die ist das sogenannte Paraphrasieren. Ja, das klingt total schwierig, meint aber nichts anderes, als dass es auch wieder schon einen Text gibt. Der wird jetzt aber nicht komplett übernommen, also das ganze Werk, ne, also Vollplagiat. Es wird auch nicht nur eine einzelne Zeile übernommen, die dann wörtlich zitiert wird, ohne Text oder Quellenangabe, sondern man nimmt quasi den Text, guckt sich den an und fasst inhaltlich zusammen, was man da sozusagen gelesen hat. Also quasi, ja, so ein bisschen, man würfelt die Wörter in eine unterschiedliche Reihenfolge, aber wenn man die nebeneinander liest, dann sieht man noch, hey, das ist ja faktisch dasselbe. Ja, und das Ganze, das muss man tatsächlich auch kenntlich machen, weil man natürlich letztendlich nichts anderes als ja, die Idee eines anderen stiehlt, den Text eines anderen, der hatte ja schon die Idee. Und deshalb muss man auch bei diesen Paraphrasen dann eben wirklich sagen, woher hat man denn die Idee und eine Quellenangabe machen. Jetzt denkt ihr vielleicht, aha, so richtig schlimm ist das jetzt noch nicht oder kommt mir nicht so richtig schlimm vor.
Aber ich habe mir dann tatsächlich irgendwann mal spaßeshalber ja die Entscheidungen angeguckt, die sozusagen so einer Doktortitelentziehung zugrunde lagen. Und da muss man sagen, das prüft erstmal immer die Uni. Und ja, dann, wenn dann derjenige, dem der Doktortitel entzogen werden soll, dagegen gerichtlich vorgeht, dann prüft es auch ein Gericht. Und dabei sieht man dann schon ganz schön, dass die Prüfung, die da von Seiten der Uni passiert, häufig eigentlich relativ nett ist Richtung des Doktoranden. Also sprich, wenn man wirklich schon dazu kommt von Seiten der Uni, dass der Doktortitel entzogen werden soll, dann reden wir jetzt hier nicht so über kleinere, zufällige, versehentliche Fehler, sondern wenn man sich das Ganze bei den verschiedenen Doktorarbeiten durchguckt, dann reden wir hier wirklich davon, dass, also ich sag mal, massig abgeschrieben wurde, ohne eben entsprechende Quellenangabe. Also sprich, die Uni, die erkennt das eben dann wirklich auch als Plagiat, wenn das nicht nur vereinzelt ist, sondern wenn man sich das bei manchen Doktorarbeiten durchguckt, dann findet man kaum noch eine Seite, wo das nicht der Fall ist. Also sprich, so eine Doktorarbeit, die eben ja 100, 200 Seiten hat, da siehst du dann in dem Urteil tatsächlich von Seite so und so bis so und so viel, das ist abgeschrieben. Von Seite so und so bis so und so viel und so weiter. Also sprich, am Ende des Tages ist das nicht ein kleiner, versehentlicher Fehler, sondern das sieht man schon, das ist massiv abgekupfert. Das Wichtigste finde ich aber, dass eine Voraussetzung letztendlich auch immer ist, dass man eine Täuschungsabsicht hatte. Und die wird nicht einfach unterstellt, sondern tatsächlich muss es eine bewusste Täuschung sein. Also man braucht juristisch gesprochen zumindest bedingten Vorsatz. Also sprich, es muss dem Doktoranden, also dem, dessen Doktortitel da gerade sozusagen in der Diskussion ist, schon auch klar gewesen sein, boah, Mensch, eigentlich täusche ich da ja wohl, ne? Und wenn das nicht der Fall ist, ja, guckt mal bei Wikipedia, dann wird der Doktortitel auch nicht entzogen. Das wird dann da sogar schon dazu geschrieben. Also da gibt es welche, die haben zwar massiv getäuscht, aber ja, die Täuschungsabsicht, die hat dann gefehlt. Da seht ihr mal, also bei denen dann der Doktortitel aberkannt wurde, da ist schon eine massive Täuschung vorgenommen worden. Und das Ganze eben auch wirklich mit Täuschungsabsicht. Also wenn wir jetzt zusammenfassen, ist ja ein Plagiat, eine Doktorarbeit, wo der Doktortitel aberkannt wurde, ein Kavaliersdelikt? Definitiv nicht. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ja sonst auch echt oft so, dass ich sage, hart am Wind segeln ist echt okay. Aber wenn ich sehe, dass ein Politiker wirklich in sehr, sehr umfangreichem Maße abgeschrieben hat, das nicht kenntlich gemacht hat und ihm auch noch eine Täuschungsabsicht quasi dann auch wirklich ja, unterstellt wird von der Universität, oder unterstellt ist nicht das richtige Wort, wenn die Universität annehmen muss, so ist es richtig formuliert, ja, da gab es eine Täuschungsabsicht und das tatsächlich dann manchmal auch noch wirklich von Gerichten überprüft wird und ja, eigentlich immer bestätigt wird, wenn das dann der Fall ist oder in seltensten Fällen anders gesehen wird, da muss man schon sagen, hey, was ist das für ein Politiker, der hier quasi massig betrogen hat, der eine Täuschungsabsicht hat und der mir dann erzählen will, ich bin geeignet für irgendein Amt, ein öffentliches Amt. Ganz ehrlich, das würde im normalen Leben doch keiner machen, oder? Wenn euer Mitarbeiter euch getäuscht hätte und das Ganze sozusagen auch noch vorsätzlich begangen hätte, würdet ihr sagen, klar, der ist noch weiter geeignet für einen vertrauensvollen Job, ich nicht. Also deshalb hier mal ganz deutliche Worte. Für mich hat sich ein Politiker, der bei seiner Doktorarbeit abgekupfert hat, definitiv ja, quasi disqualifiziert. Den würde ich auf keinen Fall mehr wählen. Klare Worte, aber wenn man sich das Ganze juristisch anguckt, ich glaube, dann kommt man zu keiner unterschiedlichen Auffassung. Aber ihr wisst ja, ich bin Anwältin, ich liebe es zu diskutieren. Wenn du meinst, ach komm, halbe Lunge, das ist doch nicht so schlimm, ja, dann schreib mir doch einfach. Also schreib in die Kommentare, schreib, was du dazu denkst, schreib mir andere Meinungen oder vielleicht findest du das genauso. Ich bin gespannt und freue mich auf die Diskussion. Wir sehen uns aber hoffentlich in jedem Fall, egal welcher Meinung du bist, im nächsten Video.